Wir befinden uns im Stadtteil Stetten von Leinfelden-Echterdingen. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen ist alarmiert worden zu einem Wohnhausbrand in die Siebenmühlentalstraße. Die Lage hat sich wie folgt dargestellt. Die ersteintreffenden Kräfte aus Stetten haben einen Wohnungsvollbrand erkennen können. Hat sich dadurch bemerkbar gebracht, dass sowohl aus der Wohnungstür als auch den Fenstern im Erdgeschoss deutliche sichtbare Flammen herausgeschlagen sind. Daraufhin hat die erste Führungskraft vor Ort sich entschieden, das Alarmstichwort hochzufahren, dass entsprechend mehr Feuerwehrkräfte der Feuerwehr alarmiert werden. Es befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr im Gebäude. Es war noch der Hund der Familie im ersten Obergeschoss. Mit Eintreffen der Feuerwehr hat der Sohn, der in dem Haushalt sich befindet, zusammen mit einem Nachbar geistesgegenwärtig sich eine Leiter geschnappt und den Hund aus dem ersten OG rausgeholt, Scheibe eingeschlagen. Hilft auch manchmal so eine Maßnahme, also tolles Vorgehen dort von den Personen, natürlich immer unter Beachtung des Eigenschutzes, ganz klar. Die Feuerwehr hat dann die normalen Maßnahmen vorgenommen, also sprich die ersten Kräfte unter Atemschutz ausrüsten lassen und ist dann zu einem Innenangriff in das Gebäude vorgegangen. Es hat im Bereich des Erdgeschosses gebrannt und da in einem Wohnraum. Es waren aber mehrere Räume betroffen, sodass man von einem Wohnungsvollbrand sprechen kann. Die Wohnung im Erdgeschoss ist soweit nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungen oberhalb sind nach unserer ersten Einschätzung noch bewohnbar. Stellt sich jetzt die Frage, wie man über den Wohnungseingangsbereich dorthin kommen kann. Das muss noch beurteilt werden. Also es sind zwei Personen, die in die Betreuung vom Rettungsdienst gekommen sind. Eine Person wurde dann ambulant hier betreut vom Rettungsdienst und eine ist vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen war mit 51 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz, ergänzt durch die Feuerwehr Filderstadt, die mit der Drehleiter noch am Ort war. Der Rettungsdienst war insgesamt mit 5 Fahrzeugen und 13 Kräften hier vor Ort. Das ist korrekt. Ungefähr 6 Minuten nach dem Eingang des ersten Alarms hier in Stetten wurde Flughafen Großalarm von der Leitstelle Esslingen ausgelöst. Der wurde parallel eben auch von unseren Kräften dementsprechend bedient. Deswegen sind wir so gut aufgestellt, dass wir auch zwei solche Ereignisse parallel abdecken können. Da war im Prinzip ganz Leinfelden-Echterdingen unterwegs, ja, das ist richtig. Während meines Eintreffens habe ich dann mitbekommen, dass der Flughafen Großalarm auch aufgehoben werden konnte, sodass auch diese Kräfte aus dem Einsatz entlassen worden sind und jetzt wieder in den Gerätehäusern schon bereits zurückgekehrt sind.